dem Video Mohammed vs. Jesus. Bewerten wir den Islam nicht anhand der Taten von Muslime, die Ungläubige im Namen Allahs abschlachten oder ihre weiblichen Gefangenen vergewaltigen oder ihre Frauen in den Gehorsam schlagen. Bewerten wir den Islam anhand der Lehren und dem Vorbild von Mohammed. Mohammed A. dachte zu einem Zeitpunkt, dass er von einem Dämon besessen war. B. versuchte mehrmals Selbstmord zu begehen. C. gab zu, mal Offenbarungen vom Teufel übermittelt zu haben. D. beschwerte sich, ein Opfer von einem magischen Zauber zu sein. E. unterstützte seine Religion dadurch, dass er Menschen ausraubte. F. begann einen Krieg mit Mekka, obwohl er die Chance hatte, in Frieden in Medina zu leben. G. ließ Leute ermorden, die seine Religion kritisierten. H. köpfte Hunderte von Juden dafür, dass sie versuchten, sich zu verteidigen. I. befahl seinen Anhängern, jeden hinzurichten, der seine Religion verlässt. J. befahl seinen Anhängern, gewaltsam die ganze Welt zu unterwerfen. K. ließ jemanden wegen Geldes foltern. L. kaufte, verkaufte, besaß und tauschte schwarze afrikanische Sklaven. M. nannte Äthiopier Rosinenköpfe und behauptete, dass Satan wie ein schwarzer Mann aussieht. N. hatte Sex mit einem 9-jährigen Mädchen. O. hatte zu einem Zeitpunkt mindestens 9 Frauen, obwohl seine eigenen Offenbarungen nur 4 erlaubten. P. heiratete die Frau seines eigenen adoptierten Sohnes, nachdem er die Scheidung dadurch verursachte, dass er nach ihr lüstete. Q. hatte Sex mit einem Sklavenmädchen. R. brach das Versprechen, nicht mehr Sex mit seinem Sklavenmädchen zu haben. Er gab das Versprechen seiner Frau, nachdem er beim Sex mit seinem Sklavenmädchen in dem Bett seiner Frau Hafsa erwischt wurde. S. erlaubte seinen Anhängern, ihre weiblichen Gefangenen zu vergewaltigen. T. nahm die schönsten Gefangenen in sein eigenes Zelt. U. sagte seinen Anhängern, dass sie ihre Frauen zum Gehorsam schlagen können. V. sagte, dass Frauen dumm sind und ihr Zeugnis unzuverlässig ist. W. förderte götzendienerische Praktiken, wie den schwarzen Stein zu küssen. X. wiederholte Geschichten, die auf Fälschung basierten, und gab sie als Gottes Offenbarung weiter. Y. porträtierte Gott als betrügerisch und Jesus als einen totalen Versager. Z. hielt mehr Menschen in der Geschichte davon ab, den wahren Gott zu kennen, als jeder andere falsche Prophet in der Geschichte. Nun, wenn wir den Islam anhand der Person und der Lehre von Mohammed beurteilen, zu welchem Schluss kommen wir dann? Das ist die schlimmste Religion aller Zeiten. Wir müssen hier aber konsequent sein. Das heißt, wir sollten das Christentum nicht anhand der Handlungen von Christen beurteilen, die Krankenhäuser erfanden, um sich um die Kranken zu kümmern, die Waisenhäuser erfanden, um sich um ungewollte Kinder zu kümmern, den Weg für das westliche Bildungssystem bereiteten, indem sie Universitäten wie Oxford, Cambridge, Harvard, Yale und Princeton starteten, die wissenschaftliche Revolution anführten und so weiter. Wir bewerten das Christentum nicht anhand der ganzen Christen, die die Welt verändert haben. Wir bewerten das Christentum anhand der Lehre und dem Beispiel von Jesus. A. Durch ihn wurde das Universum geschaffen. B. Alles besteht in ihm. C. Jesus legte seine Herrlichkeit ab und trat als ein menschliches Wesen in die Schöpfung ein, um unseretwillen zu leiden. D. wurde von einer Jungfrau hier auf Erden geboren. E. erfüllte über Dutzende von Prophetien des Alten Testaments. F. gab auf wunderhafte Weise tausenden Leuten an mehreren Begebenheiten Speise. G. lief auf Wasser. H. konnte durch Worte Stürme stillen. I. heilte die Kranken. J. reinigte die Leprakranken. K. treibte Dämonen aus. L. erweckte Menschen von den Toten. M. machte Lahme gehend. N. gab Blinden das Augenlicht. O. ließ Taube hören. P. gab seinen Jüngern die Macht, Dämonen auszutreiben. Q. sagte, dass die Friedfertigen die Kinder Gottes heißen werden. R. und dass die Barmherzigen Barmherzigkeit erlangen werden. S. befahl seinen Anhängern, ihre Feinde zu lieben. T. sagte, dass wer das Schwert nimmt, durch das Schwert umkommen soll. U. erduldete Folter und den Tod für unsere Sünden. V. bat seinen Vater, denen zu vergeben, die ihn kreuzigten. W. stand von den Toten auf. X. gibt uns seine Gerechtigkeit. Y. bittet für uns. Z. ist das ganze Gericht übergeben. Wenn wir also das Christentum anhand der Person von Jesus beurteilen, dann müssen wir sagen, die beste Botschaft aller Zeiten. Beurteilen wir nicht eine Religion nach den Taten ihrer Anhänger. Beurteilen wir eine Religion anhand ihrer zentralen Figuren und Lehren. Da wir aber nun den Islam und das Christentum anhand der Lehre und dem Beispiel von Jesus und Mohammed beurteilt haben, wie steht es dann um den Islam?